Ziane. Jamal Ziane und diesmal ist er drin! Ausgerechnet Jamal Ziane! Der kann selbst nicht fassen, der dienstälteste Spieler des ersten FC Lok. Seit 2014 ist er in Bruchsteiler und jetzt nagelt er den Ball in der 111. Minute. Unhaltbar, selbst für Jakubow, in die Maschen. Ich habe zwei große Träume, hat er gesagt. Ich will aufsteigen und ich will den DFB-Pokal spielen. Mit Lok Leipzig und Ziane legt den Grundstein dafür, dass einer dieser Träume in Erfüllung geht. Und dann vergeben sie die Chance. Und in diesem Moment feiert Lok Leipzig den ersten Titelgewinn seit der Neugründung 2003. Die Halbfinalniederlagen vergessen, fern für einen Moment vergessen. Jetzt darf Leipzig jubeln und das tun sie dermaßen emotional. Almedin. Da ist Hermann Winkler. So feiert Lok den Stürmer und Ziane. Die Übergabe an den Kapitän, an Sascha Pfeffer. Der Erste, der die neue Trophäe küsst, ist Sascha Pfeffer. Aus Bronze gegossen, der kleine Bruder des DFB-Pokals. Unten sind die bisherigen 30 Sieger eingraviert. Und heute kommt eine weitere Gravur dazu und sie trägt den Namen 1. FC Lokomotive Leipzig. Mit dabei und feiert mit seinen Jungs. Jeder darf mal, auch Almedin Schieber wird sich sicherlich gleich einen innigen Moment mit dem Pokal gönnen. Und jetzt der Matchwinner, Jamal Ziane. Diesen Moment hat er sich über Jahre.